Oh, da sind wir auch in Aufnehmchen 2. Du kannst mal weg. Auf los geht's los. So. Okay, 110 Monster. Ah. Hä? Ah. Aua. Sollte wohl so ein Dimensionsportal gewesen sein, weil der Turm sieht genauso aus wie der andere Turm, aus dem wir gerade kommen. Noch mehr? Keine mehr. Okay. Gucken. Oh, hier ist ein Teleporter. Ach, wow. Okay, das heißt, man kann also zwischen beiden Welten reisen. Ist natürlich interessant. Gut. Ich erledige die hier nicht. Ah! Holy moly, hier ist eine geschlossene Tür. So. Das war einmal mein 6 Uhr Wecker. Also es ist jetzt 6 Uhr morgens. Wow. Ah, okay, okay. Wow. Okay, das war's. Sehr schön. So, nur mal aus Interesse, mal gucken, ob ich die Tür aufbekomme. Nein, hier war sie nicht. Wo war sie denn? Da. X-Key. Ach, schon wieder dieser Schlüssel. Da geht mir Haut auf die Eier. Okay. So, also da geht's hoch. Hier geht's in ein Tempel. Und da geht's runter. Die Frage ist, was machen wir zuerst? Hoch, runter oder in den Tempel? Weil der Tempel schon mal erkundigt aussieht, gehe ich mal erstmal in den Tempel. Noch mehr? Ernsthaft jetzt? Wo denn? Hallo? Wow, wow. So, jetzt will ich das Fenster kaputt machen, nicht, dass ich da auch noch welche verstecken. Aha. Das ist sogar ein Schalter. Ja komm, jetzt ist aber gut hier. Dass die immer so lange brauchen. Ah, eine Waffe, die wir bereits haben. Na gut. Dass die immer so lange brauchen, bis sie für mal krepieren, ey. Oh! Hm. Alter! Ist da noch ein Schalter? Nee. Arschloch.
kloppt uns ja einfach zu Tode, ich glaub's ja. Okay, also dem Raum war schon mal nichts Besonderes, oder habe ich was übersehen? Aber... Also ich meine, hier fehlt ein Kopf, aber ist das jetzt alles, oder... Kommt dann noch was? Na gut. Dann lassen wir den Raum doch mal erstmal aus, ja, gehen wir erstmal hoch, würde ich mal sagen, ne? Easy. Okay. Wir sind schon mal nicht erwünscht. Du Hure! Alter. So lange dauern muss. Wow, es sind zu viele. Hilfe. Da kommt. Dieser Zeitvertreib immer. Aber warum so viele mit einem? Ach so, scheiß Hexer. Oh, Alter. Ich muss hier raus. Noch einer? Scheiße, Alter, noch einer. Hört das denn gar nicht mehr auf? Na komm. Das sieht hier an Arbeit aus. Ist gerade nicht wirklich passiert. Ach Leute, nö, ey, das ist doch. Ich muss jetzt mal rauslocken, das geht ja mal gar nicht. Mit Ducken und runter durchlaufen geht auch nicht. Boah, Alter. Oh, kommt alle raus mindestens. Das wird behindert. Was mache ich denn jetzt am dümmsten? Oh Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich hatte die alle erledigt und dann kommt diese scheiß Pressfalle da schon wieder. Oh, diese Kack-Presswurst. So, ich habe jetzt alle rausgelockt? Nein, natürlich nicht. Hä? Mann, ich will doch nur irgendwo herumlaufen. Ich verfick den Ficky-Fix. Oh, leck mich doch alle am Arsch. Gut. Also wirklich, jeden Einzelnen rausholen. Anders geht's nicht. Ah ja. Also wieder eine Runde Zeitvertreib. Kommt ihr jetzt mal oder was? Ich
kommt doch einer, muss jetzt hier kommen. Der nächste bitte. Der nächste bitte. Wie wär's damit herkommen? Vorbei und wir haben bisher nur diese Viecher erledigt. Das ist traurig. So. Alter, das war meine Aktion. Was geht hier draußen ab? Einfach nur Fluss, okay. So, ja, was das hier denn werden soll, keine Ahnung. Ach, der Außenring! Ich dachte, in dieses dunkle, komische Kreuzdings da, Wumster, das geht runter. Okay, das heißt, wir müssen drin stehen bleiben. Ah. Er schafft trotzdem nicht. Drücken kann man sich in Hexen, glaube ich, nicht. Nee, kann man nicht. Ja, gut, dann lassen wir das erstmal. Ich meine, schön, dass wir jetzt wissen, wie man das auslösen kann. Also, wo man sich verstecken kann. Ja. So, jetzt haben wir den Teil haben wir geschafft. Jetzt geht's einmal runter. Aha. Aha. Weiter geht's nicht. Na gut. Warum krieg ich dabei Schaden, wenn ich die einfach wegschieben kann? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mann. Kommt einfach nicht durch. Dann halt so rum. Da kommt ja noch einer. Was möchte mir dieser Rum jetzt sagen? Ich meine, ich verspüre die Botschaft gerade nicht wirklich. Hä? Dann halt nicht. Voll witzig. What?
Das heißt, ab jetzt kann ich auch offiziell fliegen. Was ist das da? Achso. Das war also, wo man nicht reingehen sollte. Hä, aber wie kommt man denn normalerweise nach da hinten? Also wenn ich jetzt... Obwohl doch, also was laber ich? Man kann auch springen. Es ist immer so ungewohnt, wenn man bei Vanilla Doom nicht springen kann, aber hier auf einmal springen kann, dann vergisst man das immer wieder. Ich habe extra noch nach oben geguckt, weil ich sowas erwartet habe und dachte, ach, schöne Decke, ist bestimmt keine Falle, weißt du? Ist das zum Kotzen. Oh, ist das so. Da. Ich hab extra noch nach oben geguckt, weil das, ne, das war so friedlich aus, wie so ein Bett. Arschloch. Ich hasse dich. Dungeon Key. Okay, wir brauchen also ein X-Key und ein Dungeon Key. Wo? Ey, so hoch war das doch gar nicht. Stell dich mal nicht so an. Die Frage ist, kommen wir hier denn gar nicht mehr raus? Oder stelle ich mich einfach nur so dumm an? Ich schwöre, ich kann da rüberspringen. Ich gebe zu, das ist ja relativ klein, aber... Ich springe auch zu spät ab. Okay, also man kann wieder zu... Geht doch! Boah! Alter, gefällt mir. Ah, nein, Hilfe! Oh. Aua, wieso hast du mich? Hab ich doch nicht hier! Lol! Achso. Die Frage ist, möchte ich unten sein? Was bringt mir das hier? Außer gar nichts. Wahrscheinlich gar nichts. Okay. Gut, das heißt, wir brauchen schon mal einen X-Key und einen Dungeon-Key. Nein. Das ist doch nicht euer Ernst hier. Fick da, fick. Warum tun diese scheiß Türen weh? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, klar, wenn man eingequetscht wird, das macht Aua. Aber wenn man vor einem Monster steht, dann müssen wir doch einfach das Monster wegschieben. Man wird doch nicht davon zerquetscht, dass man von einem Monster blockiert wird. Da kommt noch so eine Idee. So, was? Hä? Ich bin noch kein Stück weiter. Wir waren jetzt unten, wir waren oben und wir waren bei dem komischen Ding. Aber weder haben wir irgendwie wo einen Key bekommen, noch haben wir sonst irgendwie wo irgendwas bekommen. Das macht alles so gar keinen Sinn. Ja, ach man, diese Türen, die sind so dumm einfach. Wer findet sowas? Na komm. Wow. Die Frage ist, hat sich jetzt durch den Schalter irgendwo irgendwas geändert? Wir haben jetzt schon ein paar Schalter gedrückt, oder? Keine Ahnung. Hat sich jetzt hier irgendwo irgendwas getan? Also, was? Hä? Verstehe ich nicht. So, hier sind wir wieder. Hier hat sich irgendwas getan. Kopf haben wir auch noch nicht. Bin ein bisschen überfragt gerade. Ich hoffe mal, das merkt man nicht. So, da gehe ich noch mal nach oben. Hier war unten. Machen wir noch nicht.
X-Key. Wo kriegt man X-Key her? Brauchen irgendwo ein Key. Guck mal hier rein. Da hinten ist ein Schalter, oder? Ne, sag draus, dass wenn ein Schalter wäre. Ha! Ja gut. Damit habe ich jetzt offiziell verwirkt, den Sinnspiel zu kopieren. Also das Levels hier. Verstehe das nicht. Warum muss ich denn tun? Hier muss es doch irgendwo ein Key, irgendwo für irgendwas ein Key geben. Massig Bücherregal, aber sonst ist hier dem Raum gar nichts. Das kann nicht wahr sein. Wow. Ja, trotzdem auch schon wieder einer. Das gibt's doch gar nicht mehr. Ich krieg das nicht. Hoch. Hoch. Da muss ein Schalter, aber ich will da ran. Okay, Siri, bitte hochfahren. Das ist aber schade. Was zur Hölle muss ich denn jetzt hier machen? Ich verwirke gerade das Leben, das Recht weiter zu leben. Ich muss so irgendwas geben, was ich übersehe. Ah, der Deck ist auch ein kleiner Raum. Nee. Da ist ein weißer Strich, aber der geht nicht auf. Ich verstehe das nicht. Was zur Hölle muss ich denn da? Dungeon Key. Okay, komm, wisst ihr was? Wir machen es mal ein bisschen anders, obwohl ich hier noch die ganze Zeit rumlatsche.
Wir gehen mal hier. Wo war denn das Ding jetzt da hinten? Wir gehen mal hier zurück. Und gehen dann hier zurück in diesen komischen, wo war das Ding? Glasreporter. Wo war der? Leute, wo komme ich denn wieder raus? Hallo? Och, leck mich doch am Arsch, Mann. Oh, kommt jetzt. Ey, ich fick euch alle. Ach, da. Ah. So, mal gucken, ob ich hier irgendwas finde. Den Raum hier hatte ich komplett vergessen gehabt. Also, dieses Abteil hier. Okay, sieht ganz schön eng aus. Okay, mehr gibt es hier erstmal nicht. Gut, das heißt, wir müssen hier lang. Na gut. Gut, da hinten gibt es so hoffentlich den Disk, aber die brauchen wir nicht. Da sind wir eh voll. Alle in einer Linie, lol. So muss das sein. Alle mit einmal erlegt, lol. Okay. Einer musste sich natürlich wieder verstecken. Na komm. Immer so, ey, das ist ja nicht mehr feierlich hier. Hier ist gar nichts. Hier ist auch nichts. Oh, doch, da gibt es Türen. Okay, dann sind diese Türen wohl fallen. So, hier geht's weiter. Andere. Hier ist hinten auch noch einer? Ah, nee, das ist bloß ein Schädel. Ah, man kommt ja auch hoch. Da geht's runter. So, hier ist eine Tür. Welchen Key brauchen wir hier? Den Rusted Key. Okay, also brauchen wir einen Dungeon Key, einen Axt Key und einen verrosteten Key. Ganz schön dunkel hier. Das Problem ist, wir finden immer mehr Räume, wo wir einen Schlüssel brauchen. Wir finden aber keine Schlüssel. Was ist denn da los? Oh. Oh, 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 oh. Ist nicht euer Ernst. Nein, nein, ich bin boah. Ach komm, Alter. Warum war denn der auf einmal mitten im Weg? Ah, da kann ich auch was. Okay.
tut weh. Einfach aus. So. Hoffen wir mal, dass es irgendwo so eine blaue Dinger gibt. Natürlich nicht. Ja klar. Natürlich gibt es. Stimmt, wenn man noch die ganzen anderen Waffen. Aber nichts, was wirklich mehr Durchschlagskraft in dem Sinne hat, das ist, naja. Aha, ich weiß auch nicht. Ja doch, das Ding hier, das hat eigentlich ordentlich Power. Das können wir durchaus noch verwenden. Ja, welche Taste ist denn das jetzt? Das ist die 1, das ist 2, 3, 4. Okay. Aua. What? Ich habe 150 Mana verbraucht? Alter, wie schnell geht denn das? Boah, ein Schuss verbraucht 15 Mana. Gut, dann machen wir es doch ein bisschen andersrum. Okay. Leck mich halt am Arsch. Ich wollte gerade richtig geil sein und quasi hin und zurück laufen, aber was? Ja, also quasi was? Egal. Ich wollte mir quasi hier das Whoopsie lassen, meiner. Aber war natürlich klar. Der letzte muss natürlich sitzen. Wollte hier das Buch klauen, dann hier den Typen abschießen und dann quasi von hier aus schießen. Aber der ist dann einfach direkt ausgewichen, wodurch ich direkt fliehen konnte. Das ist natürlich ganz geil. Die Tür hier sind aber nicht original, oder? Oh. Ich dachte ja, es sind Türen, aber es sind ja so eine komischen Eisendinger. Okay. Brauchbares hier, was hier los? Was denn jetzt? Digga, wir haben nur noch keinen einzigen Key. Der Ding sind offen. Das schau mal nach, guck. Nee, hier von hier kommen wir. Hier müssen wir lang. Ah. Komme ich da jetzt rüber einfach so? Dann muss ja. Hier kann ich mal. Oh. Oh. Ah. Einmal hoch, bitte. Danke. Da unten gibt es noch so eine Fläschchen. Gibt es da noch mehr und hier was man? Nö, mehr nicht. Na gut. So, hier oben ist auch nichts. Hä? Das ist doch so ein Vogelfisch, oder? Egal. Sind wir hier? Ah. Hä? Och Leute, das hat also doch alles überhaupt keinen Sinn mehr. Ah! Wir haben ein Rusticus Kilosus. Der war jetzt hin. Ah, okay. Okay. Was, wo denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
War dieses gerade, sich hier rein teleportiert haben oder was? Die Fresse jetzt hier, weg da. Dankeschön. Hört, ich glaube, wir machen an der Stelle erstmal Feierabend wieder hier. Das ist ja Folge schon absolut Überlänge. Schau mit vor.